Grüß euch meine lieben Freunde, endlich gibt's wieder ein schönes Live-Flohmarkt-Video und diesmal gab es sogar etwas Stress auf dem Flohmarkt und zwar hatte ich, der wirklich der Liebste ist auf der ganzen Welt, Stress mit einem Flohmarktbesucher, mit einem anderen Händler. Ja, das Ganze werdet ihr in diesem Video erfahren. Patrick ist natürlich auch dabei, hat wirklich geile Funde gemacht. Bleibt dran und bis gleich. Moin moin Leute, herzlichen Dank mal wieder fürs Einschalten auf unserem Kanal. Kleinvieh macht auch Mist. Danke, dass ihr am Start seid. Es wird ein richtig cooles Video heute. Daniel hat es ja im Intro schon gesagt. Coole Flohmarktaufnahmen, coole Funde und es gab auch richtig Ärger. Da wird euch Daniel nachher was dazu sagen. Also so eine Situation hatten wir bis jetzt auch noch nicht. Da brauchen wir auch dringend wieder mal eure Meinung. Aber alles am Ende des Videos oder ich weiß gar nicht, wann Daniel kommt im Video, werdet ihr ja alles sehen. Danke, dass ihr wirklich am Start seid, Leute. Endlich wieder ein Flohmarkt-Video. Wir wissen es, ihr findet Flohmarkt-Videos echt am coolsten und die kommen auch am besten bei euch an. Danke auf jeden Fall dafür und wir schaffen es jetzt endlich bald 3000 Abonnenten auf unserem Kanal zu haben. Also wer noch nicht abonniert hat, Leute, wäre mega cool. Wir machen ja dann auch wieder bei 3000 Abonnenten ein geiles Abonnenten-Special. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen, aber ich will gar nicht zu lange labern, Leute. Ich würde sagen, wir gehen direkt auf den Flohmarkt. Die ersten Aufnahmen kommen. Viel Spaß mit dem Video. Lehnt euch zurück und genießt es. Hast du auch Spiele oder? Nee. Hast du die Konsole? Was wolltest du haben? 50. Nee. 10.000. Ja, 50 ist zu viel, auch gar keine originalen Sachen hast du dabei alle, ne? Sag mal. Ja, ich dachte, aus Spiele brauchte ich auch eher. Also, ich mache erstmal eine Runde, ich überlege mir mal was. Sonst nichts. Aber die Spiele habe ich noch. PlayStation auch nicht, ja? Nee. Wie ist das, was du gemacht hast? Ja. Alles klar, ich mache nochmal eine Runde, danke dir, ja? So, ihr habt die ersten Aufnahmen gesehen, war eigentlich ein kleinerer Flohmarkt, war jetzt nicht so viel los, aber war echt gut, muss ich sagen. Ja, der erste Stand, da habe ich ein bisschen nach Videospielen gefragt, hat er dann eine Super Nintendo rausgeholt, wollte 50 Euro haben. Ihr wisst es, ist natürlich zu viel, wenn man es wieder weiterverkaufen möchte. Auch wenn man es in die Sammlung stellen möchte, finde ich es auf jeden Fall zu viel. Kriegt man günstiger auf dem Flohmarkt, deswegen habe ich nicht mitgenommen, hatte auch leider keine Spiele. Weiter geht's. Morgen. Habt ihr noch mehr Spiele oder sind das die einzigen Videos? Ich nicht. Aber wir haben noch Spiele, oder nicht? Ja, so ein Tisch, aber die sind noch nicht ausgepackt. Ab 18. So, nee, nur ab 18 werden Spiele? Ja, alles klar. Dankeschön. Wii. Ja, Wii. Nintendo Wii, habt ihr da irgendwas? Ja, das würde mich auch interessieren, 3DS. So ein Mario-Spiel oder so? Ein Mario-Spiel haben wir dabei. Wollt ihr denn noch ein Mario-Spiel? Wenn du alle mitnimmst. Okay, deine Sachen. Hast du auch noch 3DS? Hast du auch noch? 3DS habe ich selber behalten. Was wollt ihr für ein Spiel haben? Will ich deine Spiele jetzt? Willst du das haben? Ja, wenn du, sag mal, was du haben wolltest. Wir haben PlayStation 1 aber. Habt ihr dabei? Ein Siegstick. Zeig mal. Ich weiß nicht, Mama. 7 Euro? Mama, 5. 5 Euro? Wir haben schon mal 5, dann guck ich hier nochmal durch. Ah, da hat hier nur die Spiele, wa? So, dann habe ich da ein bisschen in der Kiste gekramt. Ihr habt es gesehen, ich habe da jetzt nichts Besonderes gefunden. Vielleicht habt ihr was entdeckt, Leute. Immer wenn ihr irgendwas in den Videos entdeckt, in den Live-Aufnahmen, was wir hätten mitnehmen sollen, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich habe mir das Diablo angeguckt und sie meinte, sie hat da noch irgendwie Spiele ab 18, aber die haben mich da nicht so interessiert. Dann bin ich zu einem Stand gekommen, der hatte, habe ich auch nach Videospielen gefragt und dann hatten sie noch Nintendo-Sachen, Wii-Sachen, habe ich mir die Spiele angeguckt, habe da Mario Kart gesehen. Ja, und Mario Kart, Leute, lässt man natürlich nicht liegen. Ich habe es natürlich mitgenommen. Der Junge, es war ja noch ein Kind auf jeden Fall, der wollte, glaube ich, 5 Euro haben.
Oder ich habe dann 4 Euro gesagt und dann dachte ich mir so, ach komm, handel ich doch nicht. Ich habe es dann am Ende für... Sprachenlernen Bubble. Einfach gesagt, komm, ich nehme es dir für 5 Euro ab. Hab's dann mitgenommen, Leute, ihr kennt es alle. Ja, Mario Kart, die Preise sind ja krass wieder gefallen. Ne? Also während der Corona-Zeit sind die ja mal, glaube ich, 30 bis 40 Euro weggegangen. Jetzt habe ich 5 Euro bezahlt und es geht halt aktuell 15 bis 20 Euro auf jeden Fall weg. Nimmt man nicht mit, lässt man also nicht liegen und weiter geht's. Und auch Nintendo hast du auch, ne? Ja, genau. Nur das Spiel, nur die 2? Ich glaube, ja. Mehr. Was kostet sowas hier? Ich 30 Cent. Ich gebe dir 50 Cent. Bitte schön. So, dann kam ich zu einem anderen Stand, da habe ich ein bisschen in der Kiste gewühlt, ihr habt es ja gesehen, also ja, da waren jetzt nicht so viele Sachen, die mich interessiert haben. Dann habe ich aber was von Star Wars in der Kiste gefunden, nämlich die schöne Figur hier. Leute, ich bin leider gar kein Star Wars Fan, Schande über mein Haupt, aber kenne ich mich auch gar nicht so aus leider, aber irgendwie finde ich es aber auch ganz cool. Den dachte ich mir aber trotzdem, kann ich nicht liegen lassen. Ich meine, der ist von 2015, ist leider nicht so alt, wie ich es mir erhofft habe. Ich hatte auch, glaube ich, nicht raufgeguckt. Aber ich glaube, das Kind wollte 30 Cent haben. Ich habe gesagt, ich gebe dir natürlich 50 Cent. Ich gebe dir nicht so eine krummen Beträge. Hat das Kind sich gefreut. Ich habe mich auch gefreut. Ich wusste aber gar nicht, was es wert ist. Ich hätte auch gedacht, es ist ein bisschen teurer. Ich blende euch mal hier unten wieder einen Preis ein. Es ist um die 5 Euro wert oder dafür ist es schon mal weggegangen. Ihr wisst ja, alle Preise, die wir unten immer einblenden, sind die verkauften Artikel auf eBay. Da kann man immer nachvollziehen, für was sind die Sachen schon mal weggegangen. Also für 50 Cent nimmt man sowas auch mit. Minecraft oder so? Ah, hier warst du. Was wolltest du da haben? Pro Xbox Spiel? 6 Euro, aber mit der Xbox. Also ich würde hier, noch. Da sind doch viele Welten und einfach. Ich würde dir 3 Euro jetzt geben. So, dann hatte ich ein paar Runden gemacht über den Flohmarkt und dann hatte der eine Stand, bei dem ich schon das Mario Kart Spiel gekauft habe, hatte dann doch nochmal weitere Sachen ausgepackt. Kennt ihr immer, das ist immer so der Klassiker, man fragt, haben sie noch irgendwas anderes an Videospielen? Die sagen, nee. Und dann packen die doch immer noch was anderes aus. Dann habe ich da noch für die Xbox 360, also ich kenne mich auch, um ehrlich zu sein, kaum bei Xbox 360 aus. Ich weiß, dass Minecraft immer ein bisschen was bringt. Da wisst ihr selber, Leute, das lässt man nicht liegen. Und dann habe ich mich auch direkt für Minecraft interessiert. Aber ich habe, glaube ich, sogar nach Minecraft gefragt. Und ja, ich glaube, die wollte, was wollte er haben? 5, 6 Euro. Da dachte ich mir aber, komm, einen Euro kannst du da runterhandeln. Habe ich dann für 4 Euro mitgenommen, Minecraft. Ja, geht aktuell für 15 bis 20 Euro weg. Nimmt man somit auch mit. Aber kommen Sie mit ein bisschen, machen wir 14. Ja, die habt ihr ja gesagt, 20. Und weil ich es einfach jetzt aus dem Auto verkaufe, gebe ich circa 40 Euro. Sonst hätte ich jetzt gesagt 20 und da gehe ich natürlich immer spektakulär. Da machen wir 15. So Leute, und dann kam eigentlich schon der beste Fund. Warum es der beste Fund ist, werdet ihr gleich sehen oder gleich hören, besser gesagt. Man muss wieder mal Leute ansprechen. Ich weiß, viele trauen sich das nicht oder einfach fremde Leute anzusprechen, aber das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt, wenn man gutes Schnäppchen machen möchte auf dem Flohmarkt. Sprecht die Leute an. Nämlich, ich habe da noch mal eine Frau gefragt, haben sie irgendwas an Videospielen? Sie hat da noch gerade aufgebaut oder wollte gerade auspacken und dann dachte ich mir, komm, frage ich sie mal, die hat noch ein Kind dabei. Das ist ja immer ein Indiz dafür, dass sie vielleicht irgendwas dabei haben könnten. Und auf einmal geht sie an ihr Auto und holt ein Spiel raus. Sie holt einfach Super Mario Sunshine für den GameCube raus. Ich dachte, ich sehe nicht richtig und dann habe ich natürlich sofort geguckt und habe mir es angeguckt. Also richtig top mit der Anleitung, alles dabei. War auch wirklich eine zähe Verhandlung. Sie wollte 15 Euro haben, also am Anfang wollte sie eigentlich 20 haben, aber hat direkt 15 gesagt und ist dann auch keinen Cent mehr runtergegangen. Und dann habe ich es für 15 Euro mitgenommen. Und so ein Spiel, ich finde es selber geil, habe es schon durchgespielt auch. Ich habe es hier auch, glaube ich, schon mal. Ihr seht es nämlich hier unten nochmal, da ist es. Ja, geiles Spiel, teures Spiel, geht aktuell nicht für unter 35 Euro weg in diesem Zustand. Und ihr habt es am Ende von dem Video gehört, sie hatte noch andere Sachen anscheinend in ihrem Keller. Und da waren Daniel und ich dann ein paar Tage später. Vielleicht können wir jetzt mal eine Aufnahme einblenden. Leute, könnt ihr euch nicht vorstellen, was wir da gefunden haben? Richtig krass. Da werden dann auf jeden Fall eine Videoreihe, glaube ich, dazu kommen. Das ist, glaube ich, auch einer der besten Funde, die wir jemals gemacht haben. Die hatte den ganzen Keller voll Videospiele, Pokémon-Booster, alles Mögliche. Also es lohnt sich, dran zu bleiben auf unserem Kanal, Leute. Ja, gespannt, ob wir Pokémon-Karten finden.
So Leute, heute gibt es mal wieder ein Video, wie ich auf meine eigenen Aufnahmen reagiere. Als erstes seht ihr hier einen Stand, ja, da ist nichts Besonderes, da bin ich ganz schnell wieder weitergelaufen. Aber dann hat mein Auge was richtig Gutes entdeckt. Und zwar seht ihr das jetzt selber gleich, ein richtig schöner, ja, eine schöne Tasche von Louis Vuitton und eine MCM-Tasche. Und auch so ein Portemonnaie habe ich gleich in die Hand genommen, aber ich habe gleich gesehen, so ein Fuchs wie ich bin, dass es wohl gefälscht ist. Deswegen habe ich mir die trotzdem nochmal angeguckt, weil die eigentlich relativ cool aussah. Nicht für mich, vielleicht eher für Frauen, aber dann bin ich doch meinen Weg wieder weitergegangen ohne die Tasche. So, als nächstes seht ihr den Stand, wo ich war. Dazu möchte ich jetzt eigentlich nicht viel sagen, weil hier beginnt der Beef mit einem anderen Besucher, mit einem anderen Händler, der auch dieses Produkt unbedingt haben wollte. Schaut es euch einfach mal an, hört zu und dann schreibt mal gerne eure Meinung dazu, ob ich vielleicht komplett falsch reagiert habe oder nicht, weil für mich war die Situation komplett neu. Sowas hatte ich noch nie, aber ihr werdet sehen. Achso, Entschuldigung. Fährt der auch noch? Der fährt noch. Verpackung ist nicht mehr da, oder? Wie bitte? Die Verpackung dazu? Nee, weil das ist ja aus Einzelteilen zusammengebaut. Ach so, es gibt so gar nicht als. Nee, das kriegen sie so nicht zu kaufen. Ah, okay. Das hat mein Enkel so zusammengebaut. Ja, alles klar. Danke. Das kann man hier hoch. Was soll der noch kosten? Was will Jonah haben? 4 Euro, ne? Ja. Man kann, wenn man es so macht, dann kann man es da machen. Wo macht man das an? Gut, dass ich dich bei habe. Cool. Denn Sie sehen, jetzt sehe ich erstmal, das ist alles aus einzelnen Lego-Steinen zusammengebaut. Hier sieht man das. Okay. Ja, ich glaube aber, so ein Set gibt es schon zu kaufen irgendwo. Das Set gibt es zu kaufen, ja. Natürlich. Muss man das denn zusammenbauen? Hier oben muss dann was leuchten und dann ist es an, dann kann man damit fahren. Mhm. Aber wie das angeht, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich zahle euch 8. Also. Ja. Ich zahle. Ja, weil also ich kaufe das jetzt. Er will euch noch abziehen. Wieso? Ja, ich kaufe das noch. Wie ist das schon passiert? Was? Ja, hat das jetzt für 8 gekauft. Du hast dich nicht schnell genug entschieden. Wolltest du hier, 2 Euro zocken? Nee, ich wollte das jetzt überlegen. Du wolltest jetzt rumzocken, weil 4 Euro, was du daraus rumzockst. Aber was macht man nicht, ist schon klar. Ja, ich finde es auch nicht okay, den das jetzt für 4 Euro da oder für 3 Euro haben wir noch auszuhandeln. Nee, aber Pech gehabt. Aber das war ja so. Immer Pech gehabt. So. Pech okay, ich merke mir aber dein Gesicht, ist schon klar. Ist okay. Ist okay? Ja, doch klar, ist okay. Tut mir jetzt auch leid, aber das war mir jetzt hier. Komm, du kannst den kleinen Junge oder das kleine Mädchen nicht so abziehen. Ja, jetzt wurde ja vorgeschlagen, 4 Euro. Ich habe jetzt mir ja das mal angeguckt. Ja, aber ich habe gemerkt, dass du gezögert hast. Du hast viele Fragen gestellt. Ja, weil mir das nicht klar war. Ich kannte das Set so nicht. Guck mal, hier ist aber irgendwas mit Elektro drin. Also, das ist. Und er gibt das Doppelte und da wird sich mein Enkel freuen, was ihr Bruder ist. Ist ja kein Problem, ist ja alles gut. Freue ich mich auch drüber, dass jemand 8 bezahlt. Ne? Ich sag ja, ich habe ja auch gesehen, dass du Interesse für den kleinen Panzer da zeigst. Da will er zum Beispiel nur 2 Euro für haben. Nee, der, nicht der wäre interessant. Und das tut mir jetzt für stimmt, den kleinen. Stimmt die Preise auf den Platten? Oder? Ja, das hat mein Schwager rangemacht. Das möchte er dafür haben, weil er im Internet. Tut mir auch leid, mache ich normalerweise nicht. Nee, aber. Mache ich normalerweise nicht, aber ich fand das jetzt. Alles da musst gut. Du dich ganz schnell entscheiden. 8 Euro bekommt Jonah. Und persönliche Bilder darfst du ja nicht machen. Alles gut, ich kann Bilder machen, wo ich will. Du hast 2 Euro wieder gesehen. Das ist schon sehen. Überhaupt nicht, ich habe noch gar nicht gehandelt gehabt. 4 Euro, ich hätte 4 Euro jetzt gleich bezahlt und dann wäre das Ding gegessen. Ja. Gut gelaufen. Ja, für dich vielleicht jetzt langsam. Es wird lustig. So, ich kam als nächstes zu einem Stand, der vom ersten Eindruck eigentlich sehr gut aussah, fand ich sehr interessant. Da habe ich dann den Nintendo DS entdeckt, die alte Variante, die ich jetzt mittlerweile glaube ich schon 2-mal habe, auch in Originalverpackung. Und dann wollte ich mal wissen, was denn die Frau eigentlich möchte. Und dann hat sie mir rausgehauen, 50 Euro und das ist natürlich viel, 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 viel zu viel. Ja, und dann habe ich mir das weiter noch ein bisschen angeguckt, aber habe mich dann entschieden, ist ja klar, weiterzugehen, weil für 50 Euro macht das keinen Sinn. Ja, allgemein waren die Preise bei dem Stand sehr teuer, deswegen ciao. So, als nächstes kam ich zu einem Stand, wo ich erstmal schöne Vintage-Teile gefunden habe von Fila. Da war auch eine coole Nike-Hose, die ihr jetzt auch gleich sehen werdet, so eine schöne Shorts. Aber die waren Größe XL, ich dachte mir erst vielleicht ja für mich, aber waren mir auf jeden Fall zu groß. Aber die hätte man vielleicht auch mitnehmen können, weil die Frau wollte nicht mehr wie 3-4 Euro für die Sachen dort haben. Ich habe es aber liegen gelassen. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass ein paar Sachen dort gefälscht waren. Deswegen habe ich die Finger davon gelassen.
Aber das Gute war, der stand daneben, da kommen wir gleich hin. Da habe ich dann tatsächlich auch mal was gekauft. Ja, hier gucke ich noch weiter. Auch das Fila sah nicht so ganz interessant aus wie normalerweise. Eigentlich kaufe ich gerne Fila-Sachen, wenn man die echt auf Teilerkreise sehr gut verkaufen kann. Aber irgendwie hat mich irgendwas an den Sachen hier gestört, dass ich lieber die Sachen doch nicht gekauft habe. So, dann bin ich an den anderen Stand gegangen. Die haben gerade erst ausgepackt. Und ja, da waren viele Kindersachen, Kinderbücher. Da dachte ich erstmal, okay, da kommen vielleicht auch noch ein paar schöne alte Videospiele zum Vorschein. Das war leider nicht der Fall. Dafür waren andere geile Sachen dort. Die werdet ihr hoffentlich gleich sehen und ihr werdet bestimmt sehen, was ich auch gleich entdeckt habe. Noch 3, 2, 1, nein, nicht das Deutschland-Trikot. So, wir warten mal ab. Und zwar seht ihr jetzt schon diesen Glumanda dort stehen. Und ich glaube, ihr seht auch neben mir, was dort steht, richtig, genau dieser Glumanda. Und zwar habe ich erstmal den gar nicht so richtig beachtet. Aber dann habe ich gemerkt, ach, da ist doch ein Pokémon-Glumanda. Dann habe ich den mal in die Hand gleich genommen. Und ja, das, ihr seht, das ist so ein fies, unfassbar. Und die Frau wollte gerade mal 5 Euro nur dafür haben. Und da habe ich wirklich nicht lange überlegt, habe, glaube ich, sogar nur am Ende 3 oder 4 Euro bezahlt, weil es einfach Spaß macht, auf dem Flohmarkt zu handeln. Ich hätte ihn auch für 5 Euro mitgenommen. Ja, und der ist original von Nintendo. Ihr seht ihn hier erleuchtet, funktioniert. Ich habe keinen Wert gefunden im Internet, was der wohl wert sein kann. Den gibt es einfach nirgendwo. Vielleicht habt ihr da einen Tipp, was der wohl so für, ja, wie viel da so kostet. Mir ist es egal, ich stelle mir den hier hin. Ich finde, das sieht ganz cool aus. Haben wirklich nur sehr wenige Leute und bin echt sehr froh, den gefunden zu haben. So, kommen wir jetzt mal zu meiner letzten Aufnahme. Da habe ich einen Stand entdeckt, der sah auch wieder sehr gut aus. Die Leute haben gerade ausgepackt, hatten noch nicht mal alle Sachen richtig hingestellt. Und dann habe ich schon gleich eine Tüte entdeckt, wo die Verpackung von Hugo Boss zu sehen war, wo auch, glaube ich, was von Guess zu finden war. Und ja, da habe ich mich dann erstmal ein bisschen umgeguckt, aber habe irgendwie nichts gefunden so richtig. Im Nachhinein ein großer, großer Fehler, denn ich bin später nochmal an den Stand gegangen, wo die komplett ausgepackt hatten. Da war dann auch ihr Mann da. Und ja, da habe ich was ganz Großes verpasst, aber ein guter Kollege, den ich auch sehr schätze und mag, konnte dann die Sachen kaufen. Und zwar war da eine volle Kiste mit SNES-Sachen. Da war ein original verpackter Controller, Spiele, Anleitungen, die Super Nintendo und für alles wollte der Typ dann nur 50 Euro haben. Ich habe es dann nicht bekommen. Ist okay, sehr schade drum, aber ich freue mich für ihn, dass er das gefunden hat. Ihr seht auch die Spiele, die ich dann dort noch gesehen und gefunden hatte, aber die waren auch nicht der Rede wert, die habe ich dann liegen gelassen. Ja, manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Dafür haben wir einen anderen Riesenfund gemacht, den wird Patrick nachher euch zeigen oder erwähnen oder im nächsten Video. Bleibt dran. So, jetzt kommen wir auch schon wieder langsam zum Ende. Also ich glaube, ich habe so um die 50 Euro an Gewinn gemacht an diesem Tag. Ist in Ordnung auf jeden Fall, aber das steht auf jeden Fall in keinem Verhältnis zu dem Kontakt, den wir dann gefunden haben mit dem GameCube-Spiel, mit der netten Frau. Wie gesagt, wir haben euch da gerade was eingeblendet. Leute, da kommen so geile Videos zu. Daniel und ich haben geschwitzt, wir haben geackert in diesem Keller, haben Sachen rausgekramt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir haben auf Instagram, folgt uns bitte auf Instagram, da haben wir auch schon richtig viel davon gepostet. Aber nochmal zu der Sache mit Daniel und dem Herrn. Also das war auch echt eine Aktion. Ich da habe nur den Kopf geschüttelt, ich war leider nicht dabei. Sonst hätte ich gerne mit dem Herrn diskutiert oder so. Weil sowas geht einfach gar nicht, dass man da aus der Ecke einfach dazu kommt. Ich muss aber auch sagen, ich habe auch mit Daniel ein bisschen gemeckert. Ich meine, der hätte auch dann einfach schneller zugreifen sollen. Ist so typisch Daniel wieder, überlegt dann immer noch so lange. Da muss er dann einfach den Sack zumachen. Ich fand es aber auch nicht korrekt irgendwie von den Verkäufern, anstatt die dann Daniel denselben Preis angeboten hätten, wie dann dem neuen Käufer. Aber sowas geht halt gar nicht, dass man anderen da reingrätscht und so. Also am liebsten wären Daniel und ich dann dem anderen hinterhergelaufen, dem neuen Käufer sozusagen. Und dann hätten wir ihm auch immer 2 Euro, mehr geboten aus Prinzip. Aber so ist es halt auf dem Flohmarkt. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, Leute, wie ihr die Situation einschätzt. Das müsst ihr bitte in die Kommentare schreiben. Also wir lesen uns das alles durch. Und ja, ich würde sagen, das war's auch schon wieder. Drückt vielleicht mal hier den Daumen nach oben, das wäre mega cool. Bleibt alle gesund. Wir sind die Jungs von Kleinvieh, macht auch Mist, Leute. Bis zum nächsten Video und ciao, ciao.